Damit ist dieser Raum für die nächsten 12 Monate sauber. Da ist noch Staub. Da ist noch. Wo ist Staub? Ah, da ist noch Staub. So, moin Leute, heute ist wieder ein neuer Tag. Ich bin gerade von der Arbeit wieder da. Bisschen früher Feierabend gemacht, weil ich nämlich um 15.30 Uhr einen Zahnarzttermin habe. Und ja, in der Zwischenzeit, wir haben jetzt 2 Uhr, glaube ich, werde ich mein Zimmer in Ordnung bringen. Ich habe ja hier gestern alles für den Stream, ihr kennt das schon, alles sauber gemacht. Das heißt, hier alles, was hier rumsteht, kommt ja quasi wieder in mein Arbeitszimmer. Und das Arbeitszimmer wird aber jetzt grundgereinigt. Das heißt, Hanna ist gerade da, wir machen es jetzt gerade sauber, wird alles rausgeräumt. Komplett Staubgewicht, alles hier da, komplett alles mit alles sauber ist. Dann kommt das wieder alles rein und dann wird wieder reingestellt, damit da auch mal eine Grundreinigung ist einmal im Jahr. Und ja, da kommt echt viel Staub zusammen, wenn man so ein ganzes Jahr da nicht drin putzt. Wenn vor allem der PC, der zieht ja extrem Staub immer an, das ist echt krass. Ja, danach gehe ich zum Zahnarzt und dann gehen wir noch in eine Therme schwimmen. Ja, ich nehme euch einfach mit und genießt einfach den Vlog. Du, willst du auch den Schreibstein abwedeln? Ja, du musst einmal hier wedeln. Du musst einmal da wedeln. Und hier einmal an der Ecke vom Bildschirm. Gut, dann war es das mit Staub. Macht das aber ja ordentlich, ne? Ja, hier ist meine Goldkette drin für 12.500 Euro. Wenn du den Leuten jetzt vor der Kamera erzählst, dass ich nie putzen würde, ja? Du putzt ja auch nicht. Dann ist das verdammt nochmal gelogen. Guckt mal, Leute, wie ich das drauf habe. Ich nehme sogar die Cappies ab. So, nach 20, wie viele Minuten Arbeit? 20, ne? Wenn überhaupt 20 Minuten Arbeit, ist das Ganze auf jeden Fall Boden sauber, Tisch sauber, sieht noch ein bisschen unordentlich aus. Und jetzt gleich kommt hier wieder alles hin. PC kommt dahin, damit ist dieser Raum für die nächsten 12 Monate sauber. Da ist noch Staub. Da ist noch. Wo ist Staub? Ah, da ist noch Staub. Hier, das ist für die Leute, die schon immer wissen wollten, wie mein PC eigentlich aussieht. So sieht mein PC von vorne aus. Von der Seite standardgemäß mit der Scheibe ist natürlich jetzt alles dunkel, weil er nicht angeschlossen ist. Hier hängen immer meine Flaschenöffner dran. Nie wieder so ein teures Gehäuse holen, aber ich fand dieses Design von dem Gehäuse einfach mega. Ist von Corsair, wie man sehen kann, aber so ein teures Gehäuse, das hat glaube ich 100 irgendwas mit 100 Euro gekostet, werde ich nie wieder machen. Und ja, das Gehäuse ist auch eigentlich viel zu klein für die Sachen, die ich da drin habe. Das war alles ziemlich gequetscht da drin, aber so ist es nun mal, ne? Schönheit vor Charakter. Leute, so macht Putzen doch Spaß. So Leute, ich bin jetzt noch auf dem Weg zum Zahnarzt, das heißt, es kam noch was dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. Ich glaube, ich hatte Zahnarzt erwähnt. Bin jetzt auf dem Weg zum Zahnarzt und dann geht's ab zum Schwimmbad schon. Aber vor dem Schwimmbad fahren wir noch schnell zum Rewe oder zu irgendeinem anderen Supermarkt und geben meine ganzen Energy-Dosen ab, also meinen privaten Energy. Ich habe keine Dosen mehr, alle ausgetrunken, die anderen sind verkauft. Und wir gucken mal, was da für Geld zusammengekommen ist, nur durch die Dosen. Ja, und das Geld kriege ich wieder, da freue ich mich schon drauf. So, ich bin jetzt wieder zu Hause vom Zahnarzt. Ist meine Zahnlücke jetzt weg? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber, wie ich sehe, ich bin nämlich zum Zahnarzt gegangen und Hanna hat noch ein bisschen weiter geputzt. Alles wieder schön aufgeräumt, sehr schön. Das kann auch in den Müll. Aber sonst, oh, schön, guck mal hier, schön. Schön meine ganzen Produkte und meine Parfüms, Leute. Teure Parfüms. Ich riech gut. Und Sonnenschutz im Winter, wer kennt's nicht, ich habe nämlich gerade erst meine Packung. Ich habe gerade erst irgendwo so ein Etui geöffnet. Von Ägypten, wo ich ja vor 4 Monaten oder so war. Ja, gerade erst geöffnet. Und dann habe ich Sonnenschutz gefunden. Mega. Also, kann man im Winter immer gebrauchen. Das ist schon traurig. Die werden jetzt einfach zerquetscht. Mein Gesicht wird da drin zerquetscht. Und die letzte. Ich.
Dankeschön. Danke. So Leute, und das haben wir für die 15 Euro jetzt gekauft. Ist schon sehr lecker. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Energies zu kaufen. Weil jetzt habe ich für 15 Euro Chips und Süßigkeiten. Lecker. So Leute, wir waren jetzt noch bei McDonald's. Und ja, alles super. Wir stehen jetzt hier vor der Badewelt. Wer diese Badewelt kennt, beste Badewelt in Euskirchen. Ich weiß nicht, ob ich ranzoomen kann, ist aber auch egal. Ich darf die Kamera sowieso nicht mit reinnehmen, man darf da drin nicht filmen. Ist aber auch richtig, ich will auch gar keine halbnackten Leute filmen. Deswegen lasse ich euch jetzt im Auto liegen und danach melde ich mich wieder zu Wort. So, wir sind jetzt gerade raus aus dem Palmenparadies. Das steht übrigens in Euskirchen, falls ihr mal hingehen wollt, könnt ihr sehr gerne tun. Wir fahren jetzt hier quasi vom Parkplatz wieder runter mit dem Omi-Flitzer. Hallo? Und, ja, dann halt nicht mit dem Omi-Flitzer. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Wir sind die Letzten, macht jetzt zu. Wie ihr seht, ganzer Parkplatz ist auf jeden Fall leer. Da gehen noch die allerletzten. Und wir fahren jetzt nach Hause. Ne, wir fahren noch zu McDonald's. Nochmal. Weil ich kriege noch einen Milchshake. Ich habe nämlich Lust auf einen Milchshake. Das heißt, ab zu McDonald's und dann ja, geht es auch quasi mit den Süßigkeiten eventuell noch auf die Couch. Aber ich glaube, ich gehe direkt pennen. Und dann ist der Tag auch gelaufen und morgen wieder 8 Stunden arbeiten. Und dann gucken wir mal. Ich denke, morgen wird das Wohnzimmer dran sein mit sauber machen und der Flur. Und wenn ich es dann noch zeitlich schaffe, werde ich auf jeden Fall noch streamen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Vlog oder zum nächsten Stream. Wir sehen uns. Kannst du aufhören, dein Piece in meine Kamera zu machen? Machst du jetzt ernsthaft das Licht aus, während ich hier noch am Filmen bin? Ja. Da reden wir zu Hause nochmal ein Wörtchen drüber, wenn die Kamera aus ist. Aber erst, wenn die Kamera aus ist. So, Kuss. Gute Nacht euch.